den Assistenten Franz Bokop und Markus Büsing. Kaum zu halten, da sieht man, wie schnell er im Dribbling ist. Jetzt ist der BVB schon im 16er und angesprochener Jakob Brünn-Larsen, der macht das 1:0. Toller Angriff da über mehrere Stationen, eingeleitet eben durch den sich zu bewusst für einen spielstarken ausgeführt. Oh, da haben sie kurz geschlafen. Sebastian Klapp. Manchmal der Trainer ein bisschen Weitsicht hat, aber der nächste Angriff und er kann es eben in der Vollendung dann doch ein bisschen besser. Der Offensivspieler Jakob Brünn-Larsen. Gerade hat er noch quergelegt auf bis auch wieder Kagawa, da mit ganz viel Übersicht. Ja, und dann da ist er einfach cool vor dem Tor. Den Ball jetzt, oh, klasse, wieder auf Brünn-Larsen. Und der ist eiskalt wie eine Hundeschnauze. 25 Minuten. Und das nennt man in der Fußballfachsprache wohl einen lupenreinen Hattrick, den der Däne hier fabriziert hat. Und wieder war es ein richtig Sergio Gomez, das 1-gegen-1. Und dann dieser Ball, den kannst du nicht besser spielen. Und der Abschluss ist natürlich auch allererst. Gewiss ist der wirklich mit viel Übersicht. Und jetzt Sergio Gomez, das ist doch der Wahnsinn. Also Zauberfuß. Möchte man da wirklich schreien, denn das war schon wirklich sehr, sehr sehenswert. Da der Schlenk auf der Bank des BVB. Jetzt sehen wir es nochmal. Da guckt er sich aus die Ecke und sagt ihm, wo will's Gang ein. Und der immer gefährliche Jakob Brünn-Larsen, immer Toprak, darf da mal ganz mit da vorne. Oh, da war er eigentlich in Position, Shinji Kagawa. Aber warum sollte man es selber machen, wenn man einen Brünn-Larsen hat? Dann sucht man den eben, der macht ihn sowieso rein. Also Brünn-Larsen, Ausgangsposition, Toprak, der lässt tropfen und dann Shinji, ja, wo fragen, was macht er denn? Aber sieht den Mario ganz stark, auch der One-Touch. Lassen da jetzt leichte Unkonzentriertheit, ein Fehlpass da auf die Nummer 20, aber Marvin Hitz da wirklich jetzt zum ersten Mal da richtig gefordert und zum zweiten Mal gleich hinterher. Auch er da vollstens tätowiert und da haben wir Paco Alcácer da, der da nur Zentimeter an seinem ersten Treffer vorbei. Immer wieder eben für die kreativen Momente sorgt. Jetzt da toller Spielzug und jetzt haben wir Alcácer, der noch zurückgepfiffen wird. Das ist schade, 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 denn da war er wirklich in Position gelaufen, in die Tiefe gestartet. Auf engstem Raum da die Kombination zwischen. Da schüttelt er auch den Kopf. Ja, da sehen wir es jetzt gleich nochmal. Modahut, dann Kagawa mit ein bisschen Glück lässt er tropfen und er startet da im richtigen Moment durch. Ich glaube noch nicht mal, dass das... Er hat durch die Tore in der ersten Halbzeit. Jetzt startet Milli, bekommt den Ball, kein Abseits. Maximilian Philipp, klasse gemacht! 6:0, da haben wir es, 78. Auch da, das müssen wir wirklich sagen, hier der Torabschluss heute auf den gestarteten Maximilian Philipp. Und dann zack! Einmal kurz drüber gelupft auf den Herrn. Peter, sein Mitspieler, spielt ihm allerdings leicht in den Rücken. Aber der weiß da durchaus trotzdem was damit anzufangen. Die Nummer 3. Muss nochmal was geben. Maximilian Philipp. Ah, da ist der Fuß draußen. Nochmal 10 Applaus für Lauret. In dieser Sekunde ertönt der Abpfiff von Frank Willenburg. Also